geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zum lustigsten Pack Battle 1.0. Ja, Freunde, wir sind wieder am Start mit dem lustigsten Pack-Battle. Ihr wisst, wie es läuft. Letztes Jahr war es eine geile Nummer und wir dachten uns, dieses Jahr holen wir es wieder an den Start. Wir haben natürlich ein paar Special-Sets, wir haben aber auch die normalen Gold-Sets und wir haben uns ein paar Kategorien überlegt. Der Verlierer kriegt nicht nur Scheiße am Bein, sondern auch muss was verlosen. Der Verlierer muss nämlich 3 50er-Karten auf Instagram verlosen, Leute. Deshalb macht da auf jeden Fall mit beim Gewinnspiel. Ihr müsst einen Daumen nach oben da lassen, Video kommentieren mit eurem Instagram-Namen. Und dann würde ich sagen, können wir auch direkt reinstarten. Also wer es nicht verstanden hat, zum Beispiel Stefan sagt, sein Spieler ist älter als meiner, dann hat er schon mal einen Punkt. Ich würde sagen, wer fängt denn an? Schnick, Schnack, Schnuck? Ja, Schnick, Schnack, Schnuck. Blatt. Schere. Ja, dann fange ich an. Also, ich starte rein. Öffnen wir zuerst das Pack und dann sag ich's fast. Nee, das wäre unfair. Nein, das wäre echt unfair. Okay, gut, dann machen wir es so. Alle meine Spieler in diesem Pack haben mehr Weakfoot als bei dir im Pack. Alle? Einmal darfst du überlegen, welches Pack du jetzt öffnest. Ja, ich öffne natürlich das 7-5er-Set. Sehr gute Entscheidung. Okay. Oh. So, komm. Gönn meine was. Kommt nicht raus. Oder wie lange dauert das denn, die Animation? Boah, oh, der hat schon mal einen guten Weakfoot. Der kommt raus. Okay. Holland. MS. Ah, Depay. Ja, der hat nur 3 Sterne. Okay, dann zählen wir mal. 3. Okay. Also jetzt einfach die Weakfoots zählen, oder was? 9. Oha, meine haben alle 3. Was ist denn das für ein Scheiß? Alle zusammen zählen, oder was? 6, 9. Muss ja, einer Mann. Alle zusammen. 12. Boah, Bruder, wie soll ich das denn machen, Alter? Was ist das denn? 15? Aha, immerhin. 19. 10. 23. 13. 26. 18. 29. Bruder, ich hab mich verzählt, Mann! Ja, bei mir genauso. 6,5 Stunden später. Okay, ich bin fertig. Ja, ich auch, Mann. Alter, hat das lange gedauert. Mein Kopf war richtig am Rattern. ich habe insgesamt, was waren es, 37? Ich habe auch 37. Nein. Doch. Bei mir, das war unglaublich. Alle hatten nur einfach 3 Sterne. Bei mir auch. Einer hatte dann 2, hatten 4 gehabt. Einer hatte 2. Ja, und der Rest 3. Ja, super. Und genauso. Krass. Okay, dann würde ich sagen, kriegen die dann einen Punkt und wir machen weiter. Dann würde ich sagen, komm, gehen wir mal den Stab ab und der Nee kann die nächste Kategorie machen. Bei dem Spieler, der angezeigt wird, der Verein, wo der spielt, das ist ja eine Stadt. Und die Stadt hat bei mir mehr Einwohner als deine Stadt. Aha. Das ist auf jeden Fall was Neues, hast du dir einfallen lassen. Ja gut, dann öffne ich erstmal ganz entspannt so einen 150er. Gönn jetzt mal hier, Weltmetropole. Ich hab mir extra nur Kategorien ausgesucht, wo man dicke Packs braucht. Der kommt raus, das heißt bekannter Spieler. Komm schon. Ach du Scheiße. Bro, also ich sag mal so, bei mir ist glaube ich so wie Düsseldorf ungefähr. Okay, also ich würde mal sagen, ich habe Frankfurt am Start. Nein. Flex. Mit 753.000 Einwohnern. Bro, ich habe einfach die falsche Stadt erwischt. Wäre das jetzt irgendein so ein Roma-Spieler gewesen, hätte ich gewonnen. Ich habe irgendeinen von Atalanta Sportiello. Der kommt auf 500.000. 2-1, let's go. Da sind wir am Start. So, nächste Kategorie. Machen wir jetzt mal, weil vor ein paar Tagen auch Halloween war. Mein Spieler ist weiter entfernt vom 31. Oktober als deiner. Okay. Let's go. Komm schon. Weiter entfernt. Meiner ist weiter entfernt als deiner. Das heißt, meiner. 5er-Set. Aber das zählt nicht von hinten, ne? Nur von vorne. Ne? Nee, sowohl als auch. Wie? Oh, ist doch in Real Life, Mann. Alles zählt. Bei mir ist Gomez. Also meiner. Uff. Meiner hat am 12.07. Geburtstag. Ah, ich bin schon weiter entfernt. Ich bin schon wieder raus, 3-1 für dich. Meiner am 14.08. Ach, jawohl, Junge. Ich suche immer die richtigen Kategorien aus, Leute. Ich ziehe die falschen Spieler, ganz einfach. Nichts anderes. Komm, ich gönne dir jetzt mal einen Vortritt. Du kannst mal eine Kategorie auswählen jetzt. Nein. Mach. So, machen wir schon mal gar nicht. Ich gönne dir das, komm. Du hast gerade schon in 2 Kategorien verloren. Nicht, dass du nur eine dritte verlierst. Nee. So, auf so solche Almosen bin ich nicht angewiesen. Du machst jetzt die nächste Kategorie und ich nehme dich da auseinander in dieser Kategorie. Im Stadion meines Spielers passen weniger Zuschauer rein als bei dir im Stadion. Klare Geschichte, let's go. Weniger Zuschauer. Das ist schon mal gut, dass der nicht rauskommt. Dann spielt der in irgendeinem Kaff. Ja, aber. Ja, ist für mich gut. Ich habe gesagt, meiner. Ach, stimmt. Ja, oh, genau. Shit. Mein Stadion ist auf jeden Fall das Craven Cottage. Hast du noch nie gehört, oder? Ja. Scheiße, also in meinem Stadion passen 30.000 Spieler rein. VfL Wolfsburg. Ha, let's go! Hast du weniger?
25.700 rein. Wie viel steht's jetzt? 3-2 für dich. Ja, komm, wir machen es jetzt mal ganz easy. Wir hatten schon ein paar ausgefallene Kategorien, damit wir auch mal ein paar von den Premium-Goldspieler-Packs wegbekommen. Gehe ich jetzt einfach nur auf Rating. Komm mal. Auf Rating? Mein Spieler hat insgesamt. Der angezeigt, wenn gleich ist, addieren wir die Ratings, okay? Ja, come on. Let's go. Nein. Ja, LF. Kommt nicht raus. Das ist nicht schlecht. Bei mir ist er raus. 84er Rating. Ich bin dabei. Ja, Forsberg 79, Alter. Come on. Hey. Okay, da steht jetzt 3-3. 3-3. Richarlison ist noch nichts mehr wert, ne? Ne, 2k oder so. Schade, hätte ich den mal vor ein paar Monaten gezogen, dann hätte ich einen Tots gezogen. Mein Spieler, dessen Mannschaft hat dieses Jahr mehr Gegentore kassiert als deine. In dieser Saison. Bisher. Okay. Bisher diese Saison, genau. Aber nur in der Liga. Wer hat mehr Gegentore kassiert? Mein Spieler. Dein Spieler? Ja, der Verein vom Spieler, ne? So. Ach so. Obwohl, okay. Bei mir könnten wir eigentlich auch den Torwart nehmen, weil ich einen Torwart. Okay. Jetzt. Oh. Mehr, ich glaube, die sind sogar Erster gerade. Ey, was ist das? Die kommen nicht raus. Oh. Ach du Scheiße. Ich habe genau die falsche Kategorie genommen. Was? Real Sociedad hat die wenigsten. Ne, Atletico hat die wenigsten Tore. Okay, das ist klar. Aber meine haben nur 4 Gegentore bekommen in 8 Spielen. Vier Gegentore. Ja, die sind erster Platz in La Liga. Was geht ab? Als ob. Was ist denn los mit Real und mit Barca? Barca einfach 12. Platz. Warte mal. Ja, meine Barca. Hat 7 kassiert. Athletic Bilbao. Ja, dann bist Let's du wieder go. Vorne. 4-3, da bin ich wieder. Der letzte Buchstabe auf der Karte ist bei mir weiter im Alphabet als bei dir. Okay. Der letzte Buchstabe. Okay, let's go. Bitte, gönn jetzt irgendwie Z oder so. Come on, komm erstmal raus. Boah, die kommen nicht alle raus. Was sind das für scheiß Packs? Standard, der letzte Buchstabe, oder? Komm. Letzter Buchstabe ist. Jawoll. Ist weiter weg als was? Ist weiter im Alphabet als bei dir. Womit endest du denn? Bei mir endet es mit S. Ja, mit Y. Als ob? Ja. Ja, dann hast du doch gewonnen. Ja, leider ist es aber doch ein E. Hey. 5-3. Meine Karte hat mehr Special-Karten als deine. Ja. In diesem Jahr? Wow, das könnte ja echt interessant werden. Nicht in diesem Jahr. Insgesamt, in seiner ganzen FIFA-Laufbahn, seitdem es die Karte gibt. Jo, dann sind wir ja morgen noch dran beim Ach, Spielen. Ach, scheiße, mein die rausgehe. Scheiße, ne, die Scheiße. Hab schon geöffnet. Als ob? Ja. Ja gut, dann müssen wir es so lassen, ne? Ja, lass doch letztes Jahr nehmen, oder? Ja, komm, nehmen wir letztes Jahr. Komm, letztes Jahr. Okay, dieses letztes Jahr, wenn Jahr weiß ich nicht, hat der was gehabt? Hat der was gehabt? Letztes Jahr? Bin raus. Also egal wie auch immer. Meine hatte Ach, letztes Jahr eine. Aber mit der Champions League Karte dazu? Also Special Card ist Special Card. Ja, Bruder, meine hat auch keine Special Karte. Der ist alleine. Keine? Keine einzige. Ja, dann habe ich gewonnen. Warum? Was hast du denn? Ja, ich habe eine. Wie? Was hast du denn? Ja, meiner hat eine Man of the Match Fanta-Karte. Ja, ist doch voll gut. Ich hab Everton, Digga. Der hat gar nichts gehabt. Gar nichts. Dann steht's 5-4. Mein Spieler hat einen höheren Marktwert als deiner. Komm. In Realität? Oder in FIFA? In Realität? Nein, in Dings. In FIFA. Oh? In ja, FIFA? Jawohl, der kommt raus. Sag nein, mal jetzt. Nein, Mann, das Marktwert. Marktwert. Marktwert in Real Life. Was boah, ist das denn? Ach, boah, meiner. Meinen kannst du nicht toppen. Meinen kannst du nicht toppen. Niemals. Ach, weil der Scheiße. Auch eine geile Saison gespielt hat. 45 Millionen auf deinen Nacken bei Real Madrid. Martin Ødegaard. Ja, meinen kannst du vergessen. Irgendein Dominguez aus Guarana. Ach, keine Ahnung, Alter. Aber du kannst von allen Dominguez auf der Welt die Marktwerte zusammenzählen und du kommst nicht auf den Marktwert. Selbst gibt noch Nicolas Martin Dominguez. 14 Millionen ist der Wert. Der spielt Egal. Doch in der italienischen Liga. 5-5. Okay, dann kommt jetzt die Entscheidung, ne? Mein Spieler hat insgesamt weniger Weakfoot und Skill als deiner. Weniger, ja? Let's go. Weniger Weakfoot okay. und Skill. Okay. Weniger Weakfoot und Skill. Komm, Finale. Weniger. Weniger, 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 weniger. Ich muss. Ich bin mal gespannt. Ich muss mir weniger bitte haben. Ja. Oh. Oh. Ja, ist nicht schlecht. Zumindest keine Skills dürfte der haben. Maximal 3. Was hast du? Das ist schon der Sieg. Wieso? Torwart? Oha. Ja, aber der Bruder, was hat der für schwache Fuß, Alter? 4? Ja. Ey, du kannst nicht ernsthaft jetzt einen Torwart gezogen haben, oder? Schwacher Fuß 4, Spezialbewegung 1, also habe ich 5.
Bro, ich hab 6, Mann. 3 Sterne Skills, 3 Sterne. Das ist so lächerlich. Er zieht einen Torwart. Wie kann man so ein Glück haben? Welcher Torwart hat 4 Sterne schwacher Fuß, Alter? Was ist das denn? Ja, neuer. Kepa. Gibt schon einige. Kepa, ey. Ja. Da ist der Sieg. Ja, Verlosung geht auf meinen Nacken, Mann. Freunde, das war's auf jeden Fall vom ersten Teil des lustigsten Pack-Battles. Wenn ihr wieder mehr davon sehen wollt, nehmt den Like-Button sowieso auseinander. Denkt dran mitzumachen. Bei Stefan gibt's dann 3 50er-Karten zu verlosen. Deshalb schreibt euren Instagram-Namen in die Kommentare, um mitzumachen. Daumen da lassen, natürlich Abonnent des Kanals sein auch. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns vom ersten Teil. Wir sehen uns, Leute. Haut rein und ciao. Ciao.